Heute etwas bewölkt hier, aber macht ja nichts. Das letzte Mal konnte ich hier nicht rumlaufen. Bin sofort Richtung Strand gefahren, allen drum und dran. Ich bin wieder zurück in Tirana. Ich bin ein paar Tage gekommen, um euch extra Dinge hier zu zeigen. Mein Name ist J6, All in the Mix. Und wir sind hier in Albanien, in der Hauptstadt Tirana. Herzlich willkommen. Ihr habt das Bunker-Video gesehen. Ich habe jetzt gerade die Brille abgenommen, heute ist etwas wolkig. Und ja, nach dem Video habe ich jetzt sofort Lust gehabt, hier auch was in der Stadt zu machen. Ja. Hier sehen wir super schöne Architektur an der Seite auch. Dann sehen wir das Zentrum vorne. Müssen wir gleich mal rein. Gucken wir mal ganz kurz da in die Mitte, was da so läuft. Da war ich auch schon letztens, als ich hier am Sonntag angekommen bin, letzten Sonntag. Und ja, wir sehen hier die Moschee, auch sehr interessant an der Ecke. Hier sehen wir die Moschee an der Seite. Dann sehen wir den Platz. Da gehen wir jetzt davor, direkt auf den Platz. Und ja, interessant. Auf jeden Fall, guck mal her. Der Asiate auf seinem Fahrrad, Alter. Ja, easy. No hate, bro. Auf jeden Fall wunderschön hier, Tirana. Guck mal bitte hier. Die Kirche. Die Kirche, sag ich. Die Moschee. Kirche, Moschee, Judentum, alles gleich, bro. Ja? Bloß Menschen geben wir mal einen anderen Namen. Alles ist gleich, bro. Und hier wunderschöner Platz. Wunderschöner, offener Platz. Mit ein bisschen Riesenrad an der Seite. Und ja, Leute, die Karikaturen malen, die ein Bild von euch malen können, wenn ihr wollt. Und das mit dem Pferd hier mit, ist auch eine Sehenswürdigkeit, sagt man eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Diese Karikatur wird dann von euch gemalt wahrscheinlich. Ja, interessant auch. Guck mal hier, Riesenrand. Riesenrad läuft sogar auch noch. Dann haben wir hier die Figur, wer auch immer das gewesen ist. Grüße gehen raus an euch. Alle Albaner jetzt in die Kommentare oder Leute, die ein bisschen das Allgemeinwissen beherrschen. Ein bisschen was kennen, wissen. Tourismus hier in den Ecken natürlich auch. Schön zu sehen an den Seiten. Auch sehr viele Kids und Familien. Wunderschön, schön modern. Hier die Opera an der Seite. Ja. Hier ein modernes Gebäude, da ein modernes Gebäude. Riesenrad für die Kids. Super sauberer Boden, super sauberer Ort, super freie, offene Fläche. Wir gehen natürlich gleich kurz mal da hier zu diesem Nationalsiegel da vorne mit dem Bild. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. I love Tirana, einfach nur ein Tee drüber. Die hat wahrscheinlich keinen Bock gehabt, die ganze Schrift auszupacken. Ich weiß nicht, aber ich habe es online ja irgendwo gesehen. Ja. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ein sehr, sehr schöne, eine schöne Stadt, eine sehr schöne Stadt, wirklich, Albanien, wunderschön, I love Tirana, I love tea, gut, ist nicht schlimm, ist trotzdem schön, vorne überall Cafés, Restaurants, wo man sich überall reinsetzen kann, ja, heftig, schau mal bitte, wie das aussieht, interessant auf jeden Fall. Neue Gebäude, die dazu kommen, moderne Hotels. Zum Teil auch 5-Sterne-Hotels, die sie hier haben. Das ist schon heftig. Das Ding wird auch heavy. Schau mal bitte, wie das aussieht. Ja, also Albanien ist schon nicht ohne, auf jeden Fall. Ist schon nicht ohne, auf jeden Fall. Wir gehen nachher nochmal richtig schön traditionell essen. Noch ein bisschen was für TikTok machen. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun, Freunde. Super, super schön hier. Ja, viele Touristen, Deutsche, Engländer, Polen, Italiener habe ich viel gesehen hier. Spanier habe ich hier viele gesehen. Sehr, sehr viele Leute aus Kosovo auch, die hier sind. Ja, also die reisen hier gegenseitig, machen ihre Dinger. Auch sehr viele italienische Flaggen an den Seiten, warum auch immer. Da kann ich euch zum Beispiel zeigen, die italienische Flagge. Ja. Also die sympathisieren mit Italien sehr, sehr, sehr stark. Warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht ergänzen sie sich. Oder Italien investiert hier in dieses Land. Ich weiß, dass die Amis in dieses Land investieren. Habe ich auch schon im letzten Video das Gesülze erzählt. So. Wunderschön. Schaut mal bitte. Was für eine Stadt. Das Video ist übrigens ein One-Take. Ich gehe mal direkt aufs Zahnfleisch und möchte hier nicht drum herum reden. Gleich Action mit One-Take und tschüss. Ja, damit ihr auch ein bisschen was seht. Wo ich mich gerade auch bewege, wo ich gerade bin, was ich mir angucke, was hier passiert. Sehr, sehr schön hier. Und hier kommen wir auch zu dem albanischen Siegel.
eine Art Unabhängigkeit, eine Art Einigkeit hier. Ja, das Mosaik sieht sehr, sehr schön aus. Feiere ich. Erinnert mich so ein bisschen an das alte Russland, an das alte Sowjetunion so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön hier an den Seiten. Eine Frau in der Mitte. Die Frauen werden hier sehr respektiert in der Nationalität, wie auch in jeder anderen natürlich. Schaut mal bitte. Schaut bitte, wie das aussieht. Richtig geile Sache. Die Jungs spielen da Karten an der Seite. Jawohl. So muss das sein. Ja. Albaner sind wirklich überall gleich. Auf jeden Fall ist das ein uraltes, traditionelles Mosaik. Und so sieht das Ganze aus, Freunde. Wunderschön. Unabhängigkeit Albaniens. Müsst ihr mal nachlesen in Google oder auf Google. Müsst ihr mal checken. Ich weiß jetzt nicht ungefähr wann, wo, was, aber sieht sehr, sehr interessant aus. Ja. Schöner Boden. Alles modern. Die Gebäude sind modern. Die Leute sind modern. Alles wunderschön hier. Ja, krass, Alter. Auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter in die Ecken. Von da kommen wir auch schon. Und ja, wir gehen mal in Richtung Innenstadt. Schauen, was da so läuft. Ja, wunderschönes Ding, wirklich. Gefällt mir sehr. Sehr, sehr cool. Ja. Touristen aus aller Welt hier auch. Ja, geile Ecken, auf jeden Fall. Die Jungs spielen immer noch Karten, wa? Wir gehen mal jetzt One Take. Wir werden jetzt hier nicht abbrechen. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was da um die Ecken noch so läuft. Das Ding sieht so aus, als würde es gleich einkrachen, abstürzen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier die Umgebung drumherum. Auf Zoom-Linse, ja. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen Überblick verschaffen. Wenn nicht, guckt das nochmal, das Video. Ja, Albanien, Alter. Bäume auch sehr eigen. Also wie gesagt, jedes Land, was ich vorher nicht kannte, fasziniert mich. Und Albanien umso mehr. Ich reise sehr, sehr gerne. Das ist meine Sucht. Also ich habe eine Sucht. Das sind Videos drehen, YouTube-Videos und TikTok. Also Social Media. Und die andere Sucht ist Reisen. Und ich liebe es zu reisen. Eigentlich bin ich auch privat hier. Ich muss euch das gar nicht zeigen. Aber ich liebe es. Dann kann ich es gleich mit meinem Job kombinieren. Ja. Ihr habt auch was davon auf YouTube. Ja, auf TikTok. Zeige ich nur einfach nur so eine Minute Ausschnitte, was ich da gemacht habe, was ich da gegessen habe. Und das war es dann auch schon meinerseits. Wunderschöne Infrastruktur, hier nochmal schön zu sehen. Schön, schön mit Wald hier in zwei Pakistanis, woher auch immer die kommen gerade. Touristen halt, ne? Sehr viele Touristen. Hier schön zu sehen. Auch hier mit Steinen geschützt, dass da niemand reinfahren kann. Überlegt euch, wie schlau und dekorativ die das so hingestellt haben, ne? Ist auch krass. Damit da keiner durchkommt. Ja, sehr, sehr intelligent gelöst. Nicht so wie in Berlin, Wasserstände raufgeballert. Irgendwie komische Steine, die irgendwie nach Klöpse aussehen. Ja, ja, interessant. Wirklich, die Stadt ist wunderschön. Gefällt mir sehr. Die Busse sind voll übrigens. Sehr, sehr voll. Telekommunikationsfirmen an den Seiten. Western Union sehe ich hier. Ja. Sehr, sehr cool. Und die Albaner sind alle ehrlich hier und wechseln euer Geld 1:1. Hier werdet ihr nicht betrogen. Die sind wirklich alle ehrlich. Wirklich. Ich habe bis jetzt keinen einzigen mitbekommen, der so drauf war wie in der Türkei oder in Ägypten. Kein einziger. Die waren alle super ehrlich und offen. Falls mich jemand versucht hat zu verarschen, waren das so ein Taxifahrer. Die natürlich immer ein bisschen mehr rausholen wollen. Aber bei denen 5 Euro heule ich dann auch nicht rum. Das war's. Das war's meinerseits. Das war's für dieses Video. Ich werde euch noch mehr bringen aus Albanien. Ich liebe Albanien. Albanien ist für mich einer meiner Top-Reiseziele ab sofort. Vorher hatte ich das einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Heute sehe ich Albanien mit ganz anderen Augen. Ich habe online ein bisschen was mitbekommen damals, klar. Aber ich habe das irgendwie nie wahrhaben können. Ich dachte mir, okay, vielleicht sieht das da nicht so gut aus, wie die beschreiben. So. Jetzt bin ich hier. Schaut mal hier, Albanien ist mit der EM. Sind mit dabei in Deutschland. Es wird eine sehr, sehr lustige Sache. Dieses Jahr hoffentlich terrorfrei. Ja,
Ansonsten, ja, ich danke euch fürs Zugucken. Das war es meinerseits, das ist Tirana, Albanien. Mein Name ist J6, ich bin draußen. Bis zum nächsten Video. Danke, dass ihr mit dabei wart auf der Reise. Six, all in the mix. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grüße aus Tirana, Albanien. Schaut mal hier, wie sauber. Schaut mal hier, Fahrradwege haben sie hier. Ja. Ja, also es ist alles wie in Deutschland. Ne? Bisschen Stress. Gelbe Taxis wie New York. Also ich fasse es nicht. Ja. Mülltonnen an der Ecke. Mülltonnen vorne. Kleine Papierkörbe. Moderne Gebäude. Super Grünanlagen. Ich fasse es nicht. Albanien ist super modern. So, wir gehen kurz was essen. Bis zum nächsten Video.